Heyo. Willkommen zum Adventskalender. Jeden Tag ein Video und hier ist Tag Number. Wir sind gerade in dem ehemaligen Heim und das Gebäude, das wurde stillgelegt, obwohl es in Betrieb gegangen ist, nachdem man dann Schadstoffe gefunden hat und also eine Sanierung, die geht in den fünfstelligen Bereich hier pro Raum und deswegen, das kann sich allerdings auch kein großes Heim mehr leisten. So, viel Spaß mit dem Video. Ja, warum wird ein Kinderheim, Kinder- und Jugendheim stillgelegt und nicht mehr irgendwie benutzt? Weil diese Sanierung Unmassen an Geld verschlingt und die meisten Heime alle privat sind. Die befinden sich alle in privater Hand. Die wenigsten Heime sind direkt von der Kommune selbst. Und wenn, dann ist allerhöchstens der Träger eine Kommune, so dass es eine GmbH ist. Und irgendwann spielt halt eben auch die Bank nicht mehr mit. Und dann wird auch ein Heim auch stillgelegt. Ich vermeide jetzt mal das Büro noch irgendwie mitzufüllen. Und sage dementsprechend, ohne Hintergrundgeschichte, der Location. Bye bye. Ciao. So Leute. Jetzt die Frage, warum erzähle ich euch nichts über das Heim? Nichts über die Vorgeschichte. Ich könnte erzählen, was es für ein Gebäude davor gewesen ist, aber das erzähle ich nicht, einfach um die Location hier zu schützen. Es sind mittlerweile so viele in der Szene drin, die halt eben alles kaputt schlagen und die Location dann plötzlich unter einer spontanen Selbstentzündung drunter leiden und wir die Location, die wir schützen, einfach nur besuchen, nicht mehr sehen können. Und um das zu vermeiden und das Eigentum anderer respektieren und dass die Leute, denen das hier gehört, auch noch weiter das noch haben können, werde ich nichts über die Geschichte erzählen und deswegen. Aber deswegen nur, damit ihr euch nicht wundert. Bye, bye.